Hi, heute geht es um Wände. Und zwar nicht irgendwelche Wände, sondern diese Wände hier. Wir befinden uns in einer Dachschräge. Also das ist eine Dachgeschosswohnung im Schlafzimmer. Und wir hatten jetzt hier hinten einen Wasserrohrbruch oder einen Wasserschaden, kann man sagen. Die ganze Ecke war nämlich ziemlich verschimmelt. Und das kam von außen vom Dach. Da ist so ein Lüftungsrohr und das war so ein bisschen undicht. Und dadurch ist dann Wasser hier reingelangt. Und ihr hört es schon, ist alles Rigips und wir hatten hier einen großen Schimmelfleck und den möchte ich heute mit dir Schritt für Schritt beseitigen und nicht einfach so mit einer Grundierung und mit einer Malerrolle, sondern alles per Sprühdose, denn es ist nämlich immer richtig, richtig schwer, wenn man was lackiert oder streicht. Theoretisch müsste man die komplette Fläche streichen, damit man den Übergang nicht sieht und wie ihr sehen könnt, seht ihr keinen Übergang. Und wie ich das gemacht habe mit der Sprühdose, das zeige ich dir in diesem Video. Ich muss sagen, das Ganze sieht schon ziemlich übel aus. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass ihr den Schimmel bzw. die Quelle beseitigt, bevor ihr jetzt loslegt mit der Aufbesserung. A und O ist natürlich abkleben. Das machen wir auch bei ganz normalen Malerarbeiten, wenn wir mit der Rolle oder mit dem Pinsel losgehen. Da kann ich euch ganz einfach empfehlen, dieses Kreppband mit einer Folie. Die Folie könnt ihr bis zu 2 Meter ausziehen und das Kreppband könnt ihr dann passgenau an der Schadenstelle ansetzen. Ganz wichtig ist natürlich auch mal ein passendes Kreppband. Es gibt hier ein breiteres von 50 mm und ein schmaleres von 25 mm. Ganz, ganz wichtig, nehmt bitte qualitativ hochwertiges Kreppband. So günstiges Kreppband, da macht ihr wirklich schlechte Erfahrungen mit. Also habe ich schon gemacht. Und ich kann euch noch empfehlen, das Ganze wirklich weiträumig abzukleben. Beispielsweise jetzt hier diese Lampen auch abzukleben. Nicht, dass die dann einen Schaden nehmen. Und nun können wir uns auch um die Schadenstelle kümmern. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist, dass der Schimmel, dass die Feuchtigkeit behoben ist. Und wie ihr sehen könnt, ist das Ganze auch ein bisschen aufgequollen, beziehungsweise die Farbe oder die Tapete löst sich von den Rigips. Das müssen wir natürlich alles entfernen. Dazu könnt ihr dann einen Spachtel nehmen und das überschüssige Material habe ich dann mal am Rand nochmal mit einem Cutter entfernt. Im Anschluss wird das Ganze geschliffen. Und dazu nehme ich einen kleinen Dreieckschleifer, mache das Ganze natürlich per Hand. Ihr könnt auch ein Stück Holz nehmen und da ein bisschen Schleifpapier einkleben und das Ganze schön bündig schleifen. Um einen wirklich glatten Übergang zu bekommen, müssen wir das Ganze spachteln. Und dazu nehme ich einen Renovierungsspachtel in Weiß. Der ist, ja, sieht fast aus wie so ein Lebensmittel, ist aber ein Spachtel. Eine ganz kleine Tube bzw. Dose, 240 Milliliter. Und den könnt ihr hervorragend mit ein, zwei Spachtelsystem auftragen. Ich nehme einen kleinen Spachtel, um den Spachtel aus der Dose herauszunehmen und einen großen, um das dann schön flächig aufzutragen. Unten die Putzkante, die war zum Beispiel frei. Und dann versuche ich den Übergang von der Rigisplatte zur Tapete so ein bisschen zu begradigen. Und wenn ihr das Ganze beim ersten Mal nicht gedeckt habt, könnt ihr das Ganze auch ein zweites Mal wiederholen. Übrigens könnt ihr damit auch Fugenrisse und kleine Löcher zumachen. Im Anschluss wird das Ganze dann wieder bündig geschliffen quasi und wir können loslegen mit unserem Isoliergrundspray. Sagt schon der Name, Isoliergrundspray, sprich wir isolieren unseren Untergrund damit. Wir haben eine Dose von 400 Milliliter. Und damit könnt ihr ca. 1,3 Quadratmeter abdecken. Das Besondere an dieser Dose ist der Sprühkopf. Und zwar könnt ihr das hier ganz schwach erkennen. Links ist Minus, rechts ist Plus. Sprich, wir können unsere Farbmenge einstellen und wir können den Sprühkopf an sich nochmal einstellen, vertikal oder horizontal. Und ganz wichtig, vor der Anwendung das Ganze mindestens 3 Minuten schütteln, wenn nicht sogar 5. Die ganzen Farbpartikel haben sich wirklich unten abgesetzt und das merkt ihr auch dann. Und dann könnt ihr das Ganze aufsetzen, immer schön locker aus dem Handgelenk, versuchen nicht so punktuell zu sprühen, wie jetzt am Anfang des Bildes, sondern wirklich schön großflächig
Bahn ziehen und den Vorgang nach einer halben Stunde nochmal wiederholen, bis das Ganze ordentlich gedeckt hat. Und nun kommen wir zu unserer Geheimwaffe. Einmal in 200 ml unser Dispersionsausbesserungsspray und einmal ein Rauputzspray. Sprich für zwei verschiedene Untergründe. Rauputz, sagt ja schon der Name, wenn ihr eine raue Oberfläche habt. Und das Ausbesserungsspray ist für glatte Oberfläche, sprich für meine Wand. Und da könnt ihr auch zwei, dreimal das Ganze wiederholen aufzutragen. Zwischen einzelnen Sprühzeiten bitte immer 30 Minuten das Ganze ablüften lassen bzw. trocknen lassen, dann könnt ihr das wiederholen. Und das Tolle an diesem Spray ist ganz einfach den Übergang. Ihr könnt problemlos aus dem Handgelenk den Übergang wirklich hinzaubern, so dass man gar keinen Übergang sieht. Ich verwende das Spray zu Hause nur. Wichtig ist natürlich, dass ihr den Untergrund abklebt, denn ab und zu kommt es mal dazu, dass es mal ein bisschen spritzt, die Dose, und dann gelangt das schon auf den Boden. Deswegen immer schön das Ganze abkleben, großflächig, und vom Sprühnebel aufpassen. Und ja, ich möchte die Dose zu Hause nicht missen, denn die ist schnell griffbereit und man kann ganz schnell kleine Sachen ausbessern. Nach ungefähr 30 Minuten solltet ihr auch dann das Kreppern bzw. die Abklebefolie entfernen, denn der Lack bzw. die Farbe sollte noch nicht ausgehärtet sein. Das Kreppern nämlich ganz, ganz vorsichtig entfernen im halb getrockneten Zustand, damit das Kreppband die Farbe nicht einreißt. Denn wenn die Farbe auf den Kreppern schon getrocknet ist, kann es dazu kommen, dass das Ganze dann einreißt und dann habt ihr eine unsaubere oder eine unschöne Kante. Und so schaut das Ergebnis aus. Ich sehe hier gar keinen Übergang. Warum, weshalb? Ja, weil wir den Sprühnebel uns ausgenutzt haben. Eine wirklich tolle Sache. Tada, fertig. Und wie wir sehen, sehen wir nichts mehr. Natürlich muss man, wenn man spachtelt, muss man natürlich richtig tipptopp schleifen. Wenn man genauer hinsieht, sieht man noch so ein bisschen ein paar Übergangsstellen. Aber das lässt sich leider jetzt nicht vermeiden, weil die Stelle war wirklich sehr, sehr schwer zugänglich. Wenn ich jetzt den Schrank nochmal irgendwann abbauen sollte, dann werde ich das nochmal ein bisschen akkurat machen. Aber worauf es ankommt, wir sehen keinen Übergang. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Arbeitsaufwand mit Trocknungszeit ungefähr 3 Stunden. Und ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Alle Materialien, Sprühdosen, Kreppband, alles, was du jetzt in diesem Video gesehen hast, wirst du unten in der Videobeschreibung finden. Und ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen von dir, wenn dir dieses Video weitergeholfen hat. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Ciao. So.